Hallo und herzlich willkommen im Videotraining der Firma Riesen Consulting. Mein Name ist Matthias Riesen und ich begleite Sie durch dieses Videotraining mit Fusion 360. Heute geht es nochmal ein bisschen um das Tool Joiner Cut. Es war ja unter dem letzten Video, beziehungsweise ich habe ein paar Fragen bekommen. Ich soll mal ein bisschen weitermachen. Die Leute würden das gern sehen, wie man da vorne noch links und rechts, sage ich mal, eine Türe einbaut. Wie man es jetzt hier sieht, ich habe noch eine Türe eingebaut mit einer Glasscheibe vorne drin und wie man das natürlich auch hier bewegen kann, dass die Türe da so auf und zu fährt. Ne? Und wie das geht, habe ich mir gedacht, mache ich einmal ein Video über diese Sache. Das heißt, ein bisschen was ist natürlich auch doppelt zu dem letzten Video, weil ich nicht einfach nur vorne die Türen schnell reinkonstruiere, sondern ich zeige Ihnen wirklich das komplette Projekt. Dann viel Spaß und wenn Sie was Neues lernen, nicht vergessen, den Kanal abonnieren, Video kommentieren, Daumen nach oben und ich würde mich natürlich auch über eine kleine Spende und unsere Kaffeekasse freuen. Der Link dazu befindet sich auch in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Dann starten wir direkt mit einer neuen Konstruktion. Ich speichere das gleich einmal ab hier. Und sage neues Projekt, Schrank. So. Projekt, Schrank. Hier haben wir es. So, da sage ich jetzt Schrank. Und was ich auch noch machen möchte, ist natürlich, wie man es in der Produktion macht. Einmal hier den Korpus. Wie man halt, wie das ein Schreiner bauen würde, den Korpus, dann wird ja in den Korpus die Türe links eingebaut und die Türe rechts eingebaut. Also nicht einfach nur mit Körper irgendwas Pi mal Daumen zusammen konstruieren. Ich sehe da häufiger wirklich Konstruktionen, was mir die Leute auch schicken, wegen irgendwelche Fehler oder sonst irgendwas. Ja, vieles ist wirklich nicht so gut aufgebaut, konstruktiv. Das ist nicht einfach nur schneller mal ein paar Körper zusammenzeichnen und fertig, sondern wenn man das richtig machen möchte, dann muss man schon ein bisschen aufpassen, wie man das auch produziert, wegen Stücklisten, stücklistenkonforme Konstruktionen, produktionstechnisch und alles Mögliche. Nicht einfach nur zack, zack, was hinklatschen, das bringt gar nichts. Man muss sich da vorher schon mal ein bisschen Gedanken machen. So, aber jetzt starten. Eine 2D-Skizze da drauf. Ich mache jetzt einfach wieder ein Rechteck und ich sage, der Schrank ist 1000 hoch und 1500 lang. Gebe ich direkt ein. Einfach eingeben mit der Tab-Taste weiterschalten zu dem nächsten Parameter zur Eingabe und jetzt positioniere ich das hier gleich mittig. Das heißt, diese Linie zu dem hier. Dann ist die Skizze schon wieder schwarz. Das heißt, meine Freiheitsgrade sind auch weg und jetzt Extrusion und die Tiefe 600. Soweit, so gut. So einen kleinen Aktenschrank oder so. Und jetzt gehe ich in mein Tool rein, wähle es wieder an und ich brauche hier wieder das vordere Panel, brauche ich nicht, weil da möchte ich ja vorne später die linke und rechte Türe einbauen. Das Panel 1, das ist hier, das sage ich, das ist Seitenteil links, 18 mm, ich mache es 15 mm. Das Panel 2 ist die Bodenplatte, mache ich jetzt alles 15 mm, auch noch innen. Das Panel 3 ist das Seitenteil rechts. Das ist das da. Das Panel 4 ist die Deckplatte. Deckplatte. Und Panel 5 ist die Rückwand. Rückwand mache ich aber ein bisschen dünner. Da braucht man nicht so viel. Nochmal 5 mm. Hier machen wir 15, haben wir gesagt. Und hier auch 15 mm. Und jetzt schaue ich mir das an. Das legt da auch noch innen. Passt. So. Als erstes blende ich gleich einmal meinen Körper aus. Dann gehre ich die Sachen. Einfach hier das da und das da anwählen. Okay.
Jetzt, wenn man mit gedrückter rechter Maustaste, hier steht ja wiederholen, also wenn man mit gedrückter rechter Maustaste in die Position fährt, dann ist dieser Befehl schnell wiederholt. Einfach nach oben, oben auslassen, zack, zack. Da ist man wirklich, wenn man das einmal ein bisschen trainiert hat, ne? Meine rechte Maustaste. Okay. So, alles schon gegärt. Dann habe ich hier hinten meine Rückwand oben und die Platten hier, die gehen ja noch über die Rückwand drüber und ich habe ja die Gesamttiefe definiert 600, also dann gehören die noch gekürzt, sprich hier auf Trimmen und zwar die zu trimmenden Täfelungen sind die da, die und die und die. Kann man schön alle vier anwählen und die Grenztäfelung ist die hier. So, und jetzt passt's. Wie man jetzt sieht, gehen die nur wieder bis hierhin. Dann ist eigentlich dieser Korpus schon fertig. So Löcher und so mache ich jetzt nicht rein. So, geht natürlich auch. Aber ein hier ein Auflageboden zwischen diese zwei Flächen möchte ich noch haben. Das ist der Einlegeboden, sage ich jetzt einmal. Einlegeboden. Und der sollte sein, machen wir 20 mm. Okay. So. Weil ja da vorne die Türe kommt bei mir innen drin rein. Und ich sage mal, ich möchte später eine Materialstärke haben von 10 mm von der Türe. Dann lege ich mir jetzt einen Parameter an hier. Das heißt, ein Benutzerparameter und sage jetzt Materialstärke Türe. 10 mm haben wir gesagt. Okay, weil ich kürze nämlich das jetzt nach hinten mit dem Drücken und Ziehen hier rein. Minus Materialstärke Türe. Plus meinetwegen 2 mm Luft. Muss ich in dem Fall sagen, weil das in die Minusrichtung hier geht. Eine Klammer am besten. So, was also zieht das wieder ab? Und dann hier plus 2. Minus 2. Genau, jetzt brauchen wir hier quasi 12. Von der Kante nach der Kante 12. Genau. Wenn wir jetzt dieses Parameter umändern auf 15, dann haben wir hier automatisch jetzt 17. Perfekt. Also, wir ändern es wieder zurück. Parameter ändern auf 10. Nochmal schnell Kontrolle. Dann brauchen wir hier jetzt wieder die 12. Sehr schön. Ja, das ist eigentlich der Korpus. Das ist hier auch schon alles fest. Das heißt, da muss man nicht wieder irgendwie mit Gelenk arbeiten, wenn man mit dem Tool arbeitet, sondern das passt jetzt schon. Das gibt nämlich die Körperposition aus, weil im Hintergrund läuft ja immer noch dieser Körper, woran diese Sache auch berechnet wird. Jetzt definiere ich noch das Material. So, und sage irgendein Material hier auswählen. Na, habe ich doch ausgewählt. Ach, hier aber Überzugsmaterial, das möchte ich jetzt nicht haben. Ich möchte das ganz normale Material haben. So, hier, 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 hier. Und okay. So, sauber drauf. Das Überzugsmaterial, was man da definieren kann, das ist zum Beispiel bei der Sperrholzplatten, wenn die, ja, ich weiß jetzt nicht, den Namen fällt mir jetzt gar nicht ein, das draufbickern. Okay, weiß ich jetzt gerade nicht, wie es heißt. Mir liegt es auf der Zunge, aber egal. Sie wissen, was ich meine. Das heißt, wie das Laminat da, was halt drauf kommt und dann über Hitze wird es erhitzt und dann wird es gepresst und dann liegt es auf der Sperrholzplatte. Furnier heißt es, genau, das Furnier.
Das ist natürlich dieses Überzugsmaterial definieren. So, aber jetzt legen wir uns die Sache an. Wir wissen jetzt, dass das das Furnier wieder ist und sagen hier neue Komponente intern. Und da sage ich jetzt, das ist mein Korpus. So, und der sollte hier unterm Schrank erstellt werden. Perfekt. So. Und in den Korpus ziehe ich jetzt hier meine Einzelbauteile rein und schon habe ich die Unterbaugruppe Korpus erstellt. So, perfekt. Das heißt, so muss er das produzieren. Und jetzt können wir eigentlich schon die Türe links machen. Dazu fange ich einfach da vorne an hier mit einer neuen Skizze auf dieser Fläche. Zieh mir hier, ich möchte jetzt im Prinzip diesmal nicht gehen, sondern ich möchte es hier so haben. Das ziehe ich mir jetzt schneller mal Pi mal Daumen auf. So. Und hier und da. Die Eckpunkte zueinander koinzident machen. Dann Taste P für die Projektion bei dem Joiner Cut. Wenn Sie da arbeiten, dann müssen Sie hier diese Kanten projizieren. Aber ich aktiviere mir erst die Mittellinie und dann hier projiziere ich an die Mittellinie die Konstruktionslinie, dass das Projizierte nicht von den Features erkannt wird. Das projiziere ich mir gleich einmal und dann nehme ich hier den Button wieder raus. So, dann brauche ich ja ein bisschen Luft. Ich möchte hier 2 mm Luft haben. So. Und hier seitlich möchte ich auch 2 mm Luft haben. Da klicke ich die gleiche Bemaßung an, weil dann habe ich ja wieder eine Bemaßungsabhängigkeit. Und von der Kante und der Kante hier möchte ich ebenfalls 2 mm Luft haben. Wieder die Bemaßung anklicken. Und dann sage ich hier, diese Breite sollte sein 50. Dann die Breite könnt ihr natürlich auch mit Ist gleich machen, aber weil ich jetzt schon die Bemaßung aktiv habe, füge ich hier auch eine Bemaßungsabhängigkeit ein. Steuere ich jetzt alles mit dem 50er Maß. So, richtige Kante. Deswegen schön rauszoomen. Und dann klicke ich auch diese Sache an. So, jetzt habe ich das schon mal vergeben. Hier ist noch geöffnete Freiheitsgrade, weil sie das da noch verschiebt. Dann zeichne ich hier von der Mitte einfach eine Linie. So, mache die wieder zur Konstruktionslinie. Und hier möchte ich 3 mm Abstand haben. Also zwischen Türe und Türe möchte ich 3 mm Abstand haben. Dann ist es hier zu der Mitte logischerweise 1,5. Alles schwarz. Perfekt. Dann Skizze fertigstellen. Dann tragen wir diese Skizze aus. Das heißt hier minus Materialstärke. Als neuer Körper, genau, okay. Und schon haben wir hier wieder einen neuen Körper. Den benenne ich gleich um. Das ist hier rechts oder vertikal rechts Türe. Dann die Sichtbarkeit der Skizze wieder rein. Jetzt hier wieder das oben. Da könnte man jetzt den Korpus ausblenden. Hier einfach nur schön das Auge ausschalten, weil da muss ich nicht immer minus Materialstärke eingeben, sondern ich sage hier einfach auf Objekt, auf diese Fläche. Als neuer Körper. Okay, fertig. Zweiter Körper. Das sage ich hier wieder. Das ist horizontal. Oben. Türe, das so heißt mein Teil. Gut, dann wieder Extrusion hier auf Objekt, auf hier neuer Körper. Okay, betitle den Körper wieder um. Das ist vertikal links Türe. So,
Jetzt das letzte unten. Hier. Dann wieder sagen auf das Objekt, auf da. Und wieder neuer Körper. So. Und betitle es um. Das ist dann mein H unten, horizontal, unten Türe. Wenn ich schon dabei bin, hier den Körper, das ist mein Ausgangskörper, sage ich Ausgangskörper. Richtig sauber machen. So, die Skizze benötige ich nicht mehr. Jetzt mache ich gleich die Glasscheibe rein. Das heißt, hier Skizze erstellen. Da drauf. So. Das soll immer in der Mitte drin bleiben, deswegen mache ich jetzt hier eine getriebene Bemaßung. Die ist in Klammern, das heißt, ändert sich das Ausgangsmaß, ändert sich das hier automatisch mit. Und das sollte hier in der Mitte drin bleiben, deswegen das Maß anklicken, geteilt durch 2. So, und jetzt kann ich hier von da nach da das Maß, das, aber dann macht man das nochmal weg hier. Weil da habe ich von Außenkante zu da. Ich bin da penibel bei sowas. Das muss schon alles passen. Von hier nach da. Und schon haben wir nämlich hier immer automatisch die Mitte, wenn sich das Maß hier ändert. Dann Skizze fertigstellen. So, Extrusion. Das da und das da. Andere Seite, wir schneiden es raus, wir sagen minus 4 mm, Glasscheibe macht man 3 mm. So. Die Glasscheibe brauche ich ein bisschen Spiel, weil vielleicht produzieren sie es nicht so genau, deswegen gehe ich hin und sage Fläche versetzen, die Fläche, die Fläche, die Fläche und die Fläche, die Fläche und die Fläche und drehe es mir hier und habe noch die hier und habe noch die Fläche und dann sage ich minus 0,5. Okay, so, jetzt ist es hier auf jeder Seite 5/10 größer. Jetzt schalte ich die Skizze wieder rein von meiner Glasscheibe und jetzt kann man wieder extrudieren. Taste und hier und sage hier die Startebene, Versatzebene ist von hier minus 0,5 und hier halt dann 3 mm, beziehungsweise wir können es auch, na, machen wir es anders da, sagen wir hier Profilebene und jetzt weiß ich die Tiefe nicht mehr auswendig. Hier waren wir, glaube ich, bei. Mach nochmal schnell Escape, ich messe mir nochmal das raus. Das heißt, von hier nach da, jetzt ist mir die Skizze im Weg, Skizze ausblenden bis hier, haben wir 4 mm und die Glasscheibe sollte 3,5 sein. Okay, dann rein. Die Skizze wieder hier und da. So, von hier. 3,5. So, wieder neuer Körper. Zack. Und dann liegt die nämlich sauber unten drin. Das heißt, die Startebene hier, da habe ich jetzt meine 0,5. Die Startebene ist in meinem Fall jetzt nicht die Skizze gewesen, sondern die untere Fläche. Das kann man nämlich sauber angeben. So, das ist die Glasscheibe. Und jetzt sieht man nämlich auch eins, dass hier die Glasscheibe auch die 5/10 Luft hat, auf der Kante sauber entlang. So, jetzt mache ich da draus Komponenten. Jetzt sind es ja Körper, wir machen jetzt schön Komponenten. Wir markieren uns das und sagen hier Komponenten aus Körpern erstellen. So, dann vergeben wir wieder irgendein Material. Bei der Glasscheibe vergebe ich jetzt ein Material. Glas und die anderen mache ich jetzt hier mal
Holz. No. Eiche hier und das auch und das auch und hier auch. So, kann ich mal was zeigen. Wenn Ihnen auch die Maserung nicht gefällt, dann können Sie hingehen, hier das anwählen und dann kann man hier so, soweit fertig. Jetzt blende ich mir wieder meinen Korpus ein und dann sieht man schon, es schaut soweit schon mal ganz gut aus. Ich erstelle jetzt noch eine Unterbaugruppe, das ist die Türe links. Türe links. So, und in die Türe links schiebe ich hier die Teile wieder rein. Zack. Und dann mache ich noch eins. Ich mache hier, weil die Teile sind ja jetzt hier alle verschiebbar. Ich mag jetzt hier kein Verbinden wie modelliert machen, sondern ich mache hier eine starre Gruppe. Und zwar, die hier sollen eine starre Gruppe sein. Und dann verschieben sie nämlich die alle hier komplett miteinander. Und dann muss ich da nicht verbinden wie modelliert oder sonst irgendwas machen. Ja. So, jetzt bauen wir hier gleich einmal ein, dass wir es bewegen können. Das bewegt sich ja noch hier im Ganzen, das heißt, wir möchten ja jetzt diese Drehposition einbauen. Ich gehe wieder zurück und wir haben ja hier da unser Maß von 2 mm oder was wir da gehabt haben. Ich messe es nach. Das heißt, von hier nach da 3 mm haben wir gehabt und da sind wir ganz dran. Da muss ich noch mal schauen, weil da waren wir eigentlich nicht ganz dran. Nicht, dass ich da ein falsches Profil noch erwischt habe, weil hier haben wir auch 3, beziehungsweise wir werden es einfach hier verschoben haben. Wir bauen es jetzt einfach mal ein. Das heißt, ich gehe mal schnell in die Skizze noch mal rein von der Türe. Genau. Also, wir haben hier, ich schaue nochmal, okay, na, das ist die Glasscheibe, das ist die Türe. Also, hier 2 mm, dann haben wir hier auch die 2 mm, 2 mm, genau, die möchte ich nämlich einbehalten. So, dann setze ich meinen Gelenkursprung hier. Praktischerweise der Drehpunkt, Position erfassen von hier. Da möchte ich 3 mm haben und rein auch 3 mm, weil der Drehpunkt natürlich hier vorne sein muss und nicht irgendwie da hinten, weil dann berührt uns ja die Seite da, diese Seitenplatte im Prinzip. So, das heißt, wir haben 3,3. Und jetzt setzen wir uns wieder einen Gelenkursprung. Dazu muss ich aber erst einmal den Korpus hier aktivieren. So, weil wir haben ja eine andere Baugruppe. Hier muss ich rein. Weil der Körper liegt noch hier drin. Von dem wird das aus berechnet. Sonst müssten wir nämlich das aktivieren, aber weil wir mit dem Tool arbeiten, müssen wir da rein. Und jetzt wieder Gelenkursprung von der Kante hier. Hier rüber die 2 mm Abstand plus die 3, dann sind wir bei 5. So, die 5 und von der Vorderkante hier müssen wir auch diese 3 rein. So, dann ist der Drehpunkt hier definiert. Dann können wir das schon mal einbauen über ein normales Gelenk. Und zwar den hier zu... dem. So, perfekt, es dreht sich sauber. Dann okay. Jetzt rutschen natürlich die anderen nach, weil es war ja eine starre Gruppe. Jetzt dürften wir hier über. Na, da oben bin ich jetzt dran, da muss ich nochmal bearbeiten, weil ich natürlich auch hier
2 mm Luft noch brauche, minus 2. So, jetzt habe ich hier meine 2 mm Luft, da meine 2 mm Luft und hier auch meine 2 mm Luft. Schön. So, und jetzt bewegt sich das hier raus. Und jetzt muss ich noch einstellen die Min-Max-Werte, das heißt hier Gelenkgrenzwerte bearbeiten. Minimal ist hier minus 90 und maximal ist 0. Animieren. Zack, passt. Okay. Und schon bewegt sich das hier wirklich sauber auf und zu. Dann schauen wir mal, wenn wir das da so bewegen. Man sieht schon, es geht nicht on. Sehr schön. Dann spiegeln wir uns diese Türe links, dass wir eine Türe rechts haben. Spiegeln. Komponente ist diese Unterbaugruppe. Spiegelebene ist hier die. Okay. So. Da haben wir jetzt die 3 mm Luft, da die 2 mm. Jetzt muss man aber wieder aufpassen, weil beim Spiegeln ist es ja wieder hier frei alles. Position zurücksetzen und dann sage ich hier wieder eine starre Gruppe. In dem Fall diese Sache und schon lässt sich das hier wieder komplett verschieben. Und das ist jetzt hier meine Türe rechts. Oh. Einmal zurück. Löschen-Taste draufgekommen, spiegeln, rechts. Das in Klammern 1 vom Spiegeln möchte ich natürlich auch nicht haben. Rechts, so. Ja, das macht da rein, weil das Spiegeln ist, das kann man gar nicht wegnehmen. So, jetzt brauchen wir wieder unsere Positionierung, das heißt den Gelenkursprung. Gelenkursprung. Position erfassen. Von der Kante hier brauchen wir da wieder unsere 3 mm plus 2 mm 5 und in diese Richtung wieder minus 3. Und dann sind wir wieder hier da. Okay. Definiere ich jetzt alles in der Baugruppe. Dann fügt er nämlich das jetzt hier auch bei dem Korpus hier unter Gelenke dazu, weil es ja Unterbaugruppe ist. Ich habe bisher eine einzige Abhängigkeit so drin von der Bewegung. Und jetzt brauche ich hier auch nochmal einen Gelenkursprung. So, Gelenkursprung, das heißt wieder von der Kante hier rüber 3 und hier rüber auch 3. So, dann ein Gelenk von hier nach da. Und ich verschiebe es wieder nach unten um 2 mm. So, jetzt dreht sich auch das hier auch auf. Na? Und jetzt stellen wir hier wieder unsere Min-Max-Werte ein. Da könnte ich noch sagen, Drehung. Drehung, Türe links. Und das da ist die Drehung. Türe rechts. So. Die Drehung Türe rechts muss ich noch die Gelenkgrenzwerte bearbeiten. Das heißt hier Gelenkgrenzwerte bearbeiten. So, minimal, maximal. Das sind wir normalerweise jetzt hier bei 90. Und animieren das einmal. Oh, das ist falsch. Das heißt wieder minus 90 und maximal 0. Genau. Okay. Und schon bewegt sich das auch hier wieder in dieser Position. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich jetzt hier erst einmal speichern. Also ich habe jetzt hier eigentlich fertig. Ich habe den Korpus, ich habe die Türe links, wie es produziert werden muss, Türe rechts, wie es produziert werden muss. Werden dann in der Hauptbaugruppe Schrank zusammengesetzt. Und jetzt kann ich es auch animieren, zum Beispiel hier Modell animieren. Und dann fährt er hier sauber das auf. So. Und hier mit Escape breche ich es ab. Bei der Türe rechts geht das gleiche, Modell animieren. Und wenn ich jetzt hier sogar was Cooles einbaue, hier eine Bewegungsverknüpfung,
zwischen dem und dem, dann gehen die beide auf. Das heißt, wenn ich jetzt hier eins animiere, dann haben ja die zwei Gelenke eine Bewegungsverknüpfung und jetzt fahren sie beide auf und zu. Ne? So, dann hoffe ich, Sie haben wieder was gelernt. Wie gesagt, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.